Ja, was ganz Spezielles. Hallo, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Mhm. Ich nehme sie, ich bin da nicht sicher. Sehr schön. Haben wir denn sowas? Oder Stamm? Fischbrunnen? Wie sieht er denn aus? Jetzt ist es gerne hingemacht. Sieht nämlich nicht allzu schlecht aus. Ne, gehen wir mal zurück zu den Objekten. Dein Problem ist, dass du gute Qualität auch dann nicht erkennst, wenn sie dir ins Gesicht passt. Na, Stamm. Also ich habe so vorher so eine Sitz, so eine in Klammern Sitzmöglichkeit hier zu schaffen. Hier eine süße Sitzmöglichkeit, das passt. Also abgemacht. Kein Kredit, keine Rückerstattung. Was eine. Und jetzt will ich nochmal so einen schönen. Ja, weg da. Dein Ernst? Okay. Nein, du sitzt da. Ist da jetzt Wasser drinne? Anscheinend nicht. Können wir da Wasser reinmachen? Scheint nicht. Sü. Hallo? Schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie. Ich bin da nicht zimperlich. Perfekt! Was soll denn der Müll? Hm. Wollen wir ein Eisentor da haben? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, offen ist es schöner. Das könnte sehr schnell lästig. Ey, diese blöde Tante! Das Problem, wir haben nur Früchte hier. Das heißt, wenn wir... Jetzt haben wir ein neues schönes bekommen. Knochen! Coolio. Das heißt, wenn wir Pflänzchen haben wollen, müssen wir Butterblumensamen, Gänseblümchensamen... Mohnblumensamen, Glockenblumensamen, Disteln brauchen wir nicht. Apfelsamen, Haselnusssamen. Haben wir ja beides. Brunnenkresse-Samen, Chilisamen, was haben wir hier? Sonnenblumensamen. Apfel brauchen wir nicht. Brunnenkresse brauchen wir auch nicht. Wir haben 1, 2, 3,
drei Stück. Vier. Oder was? Eins, zwei. Drei, vier. Fünf Samen. Ich möchte das jetzt in Blumenjarten verwandeln. Ist nicht eine Reihe hier. Schon mal scheiße. Hier. 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 Oh shit. Dann belassen wir es jetzt erstmal hierbei, weil mein Garten zu voll ist. Das heißt, den Blumengarten können wir nicht unbedingt machen, außer wir würden jetzt sagen, pass mal Uppe. Wir können ja sagen, pass mal Upp. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Verkaufen, 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 verkaufen. Dinge, die außerhalb sind, brauchen wir nicht. Verkaufen, 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 kaufen, kaufen, kaufen. Super, ey, die wachsen ja auch richtig 1A. Die dödeln wir mal hier, ne? Die kann ruhig da bleiben. Das ist so in Ordnung. Jetzt will ich mal gerade... Ja, ich hatte gerade Angst, dass ich jetzt gerade ins Squizzle verkaufe. Dann verkaufen wir das hier erstmal weitgehend. Diesen hier lassen wir. Den Weg können wir auch lassen. Donut! Hallo, nicht ab! Du scheiß Vieh! Rennst du meine Fackel rein? Brennst du aus ab oder was? Njutgard! Ich weiß nicht, wie, wie die Viecher, Viecher in echt heißen. Das sind Axolotl. Hm? Da kommt er wieder zurück. Das ist gut. Was ist die scheiß Brombeeren jetzt? Scheiß Kerl. Dorben. Dorben. Weil der jetzt da reingerannt ist und die Fackel kriechen jetzt nicht, oder was? Ich glaub, das hat der. Du blöder Newtgard! Es gibt noch andere wie dich! Du brauchst mich dringender als ich dich! Okay. Ich hab kurz meine Coolness verloren. Ja. Jetzt haben wir das wieder. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann
bewegen wir uns noch mal. Meine Güte, du bist aber lange auf. Aber in einem schönen Garten muss man wohl viel Zeit investieren. Wir können ja auch mit den Blumen irgendwas schreiben. Das ginge ja auch. Was mache ich denn da? Jetzt sind wir mal ein bisschen großzügiger. Ich lass mir nichts sagen, mir egal was ihr denkt. Du bist heute top, morgen flop, es wird dir nichts geschenkt. Ja, du bist gekränkt, doch die Wunden werden heilen, Bruder, so spielt das Leben. Du musst dich nur beweisen, anfangen zu begreifen. Alles hat einen Sinn, wer ich morgen bin, wer du glaubst zu sein. Nur zum Anschein, wenn du dann so weiterlebst, pendelt sich das ein. So wie Glocken in der Kirche und du denkst, es könnte die besser sein. Kopf hoch, guck nach vorne, schmeiß die Steine doch beiseite. Es ist leichter gut zu leben, als über negatives Reden. Besser als der Rest kannst du sein, wenn du willst. Auf dem Platz in der Nacht, guck die Fans in deiner Nachbarschaft. Es gibt zwei Seiten, du musst dich nicht entscheiden. So. Wenn du heute noch vertraust, auf den Problem ausgemerzt. Alles bleibt beim Alten. Ach, hier ist die Gießkanne, du doof. Rolle, sei dein eigener Held. Hier, tausend Worte können nicht beschreiben, was ich denke. Deshalb schreibe ich es auf und alles stimmt seinen Lauf. Es sieht düster aus, mir egal, ich gewinn. B zu dem Z, ja, ich weiß, man, ich bin. Tausend Worte können nicht beschreiben, was ich denke. Deshalb schreibe ich es auf und alles stimmt seinen Lauf. Wenn du das hier hörst, wirst du hoffentlich begreifen, dass ich tausend schöne Wörter sage, die ich damit schreibe. Sag mir, was es ist. So, das waren die Sonnenblümchen. Tausend Wörter schreiben, trotzdem lassen sie dich. Ja, ich schreibe tausend Wörter und sie prallen an die ab. Doch meine Wörter sind wie Schläge und zerbrechen die so weit. Vielleicht sind heute oder morgen, aber sicher irgendwann. Und da könnt ihr euch sicher sein, ich gebe euch alles, was ich. Ja, das muss man wohl. Glockenblümchen möchte ich gerne haben. Ich hätte gerne Rosen oder sowas, hätte ich gerne. Schöne Rosengarten. Genau, es gibt jemanden da draußen, dem kannst du auch vertrauen. Menschen kommen und Menschen gehen, es ist wie eine Reise. Kannst du mir heute sagen, wer dich in 10 Jahren begleitet? Nein, ich glaube nicht, weil wir das selber noch nicht wissen. Dinge ändern sich mittlerweile, hast du begriffen, dass ich tausend Wörter schreiben kann, doch haben sie einen Sinn. Dieser Weg hier ist das Ziel, aber wofür der uns Sinn? Tausend Worte können nicht beschreiben, was ich denke, deshalb schreibe ich es auf und alles nimmt seinen Lauf. Es sieht düster aus, mir egal, ich gewinn. B zu dem Z, ja, ich weiß, man, ich bin. Tausend Worte können nicht beschreiben, was ich denke, deshalb schreibe ich es auf und alles nimmt seinen Lauf. Wenn du das hier hörst, wirst du hoffentlich begreifen, dass ich tausend schöne Wörter sage, die nicht damit. Na, komm schon. Schreiben, was ich denke, deshalb schreibe ich es auf und alles nimmt seinen Lauf. Es sieht düster aus, mir egal, ich gewinn. B zu dem Z, ja, ich weiß, man, ich bin. Tausend Worte können nicht beschreiben, was ich denke, deshalb schreibe ich es auf und alles nimmt seinen Lauf. Wenn du das hier hörst, wirst du hoffentlich begreifen, dass ich tausend schöne Wörter sage, die dich dann beschreiben. Nein, ich glaube nicht, weil wir das selber noch nicht wissen. Dinge ändern sich mittlerweile, hast du begriffen, dass so ich machen, tausend Wörter schreiben kann, doch haben sie einen Sinn. Dieser Weg hier ist das Ziel, aber wofür der. So. Es gibt zwei Seiten, du musst dich nicht entscheiden. Wem du heute so. Noch vertraust, auf den kannst du morgen scheißen. Alles bleibt so. Beim Alten. Wichtig bist du selbst, spielt für keinen hier eine Rolle. Sei dein eigener Held hier. Tausend Worte so. Können nicht beschreiben, was ich denke. Deshalb schreibe ich es auf und alles nimmt seinen Lauf. Es ist so, die viel zu viel. Egal, ich gewinn. B zu dem Z, ja, ich weiß, man, ich bin. Ja, dann belassen wir es erstmal hierbei. Dann haben wir einen schönen kleinen Bereich mit hier gebastelt. Und tja, wieso wir den Donut jetzt nicht bekommen haben, das regt mich immer noch auf. Scheiße da. Tja, jetzt gibt's erstmal nichts, was wir tun könnten. Also, könnten wir Sidos gleich ansprechen. Denke ich mit diesem hier. Ich finde das süß. So ein kleines Gärtchen jetzt, so ein kleines Gärtchen jetzt dabei. Finde ich toll. Und das Newtgard-Haus, wenn wir das manchmal bekommen sollten, würden wir dann, na, wo ist es dann? Hier in die Ecke bauen. Ist genug Platz und so. So, sieh das. Komm mal ran auf den Meter. Eben nicht. Weil ich könnte mal wieder neue Pflanzen gebrauchen, die mich mal ein bisschen. Was zum Fick?
schön. Ich hab's da vergessen, es muss jetzt wieder neu bepflanzt werden. Muss halt sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Newtgard jetzt unbedingt braucht. An Pflanzen, also an ein hohes Gras. Den wollte jetzt gar nicht aufnehmen. Da passt besser hin. Müssen mal hier hin. Da hin. Gut, das lassen wir jetzt erstmal. Newtgard gefräsen. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, um Newtgard zu bekommen. Ey, da war hier drin, das zählt als Besuch, Digga. Ich glaube, da muss ich einen Honigtopf oder sowas hier hinstellen. Müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgießen hier. Also ich mache es immer so weit, bis es blau anzeigt, weil dann weißt du ungefähr, dass es genau richtig eigentlich ist. Normalerweise würden sie dann fast alle bis auf Baum eine Runde überleben direkt, bis sie gewachsen sind. Aber ich will es jetzt mal nicht drauf ankommen lassen. Schön Sonnenblümchen hier. So, und wo haben wir diesen dummen? Da hinten wachsen Disteln. Wo ist der Newtgard? Hey, dann kommt jetzt erstmal Cedars, den müssen wir ansprechen. Mal Frasen, was der so an neuen Pflanzen oder sowas hat. Eieieiei. Jetzt haben wir wieder ein paar viele hier. Das wäre gar nicht mal so schlecht, dann kommen wir wieder richtig an Kohle. Jetzt komm hier rüber, du Blödhammel! Meine Fresse. Newtgard sehe ich jetzt auch nicht. Es gibt so nicht, der kommt nicht mehr hier rein. Er bleibt da vorne stehen, guckt blöd, lacht, guckt mich an, zeigt mit dem Finger auf mich. Was soll ich machen jetzt? Wenn der Typ hier nicht reinkommt, dann kann ich keine neuen Pflanzen kriegen. Komme ich nicht vorwärts. Was soll der Rotz? Das ist schon wieder ab. Jetzt komm rin auf den Meter und gefängst du den scheiß Brombein jetzt hier hinten. Da, fress. Fressen. Sofort. Was denn jetzt für Probleme? Komm doch jetzt rein, du scheiß Vieh! Ich pack es nicht mehr! Zum Heulen langsam. Mal kaputt, Mann. Ey, so komme ich doch nicht vorwärts. Der scheiß Newtgard kommt nicht mehr rein. Genauso wie Cedars. Der geht nur noch über die Brücke, lacht blöd, haut dann ab.